Community und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, mal wieder ein Gaming-Video hier, mal wieder irgendwas Neues, in Anführungsstrichen was Neues. Es geht um Lost Ark heute. Da läuft nämlich gerade die Closed Beta. Und wenn ihr euch erinnert, war es 2018? 2018 habe ich schon mal ein Video über Lost Ark gemacht, damals aus der koreanischen Beta. Das war super nervig, ja, weiß ich noch irgendwie. Mit einem koreanischen Client, wo man kein Wort verstanden hat. Mit einem VPN und 7 verschiedenen Tricks irgendwie, um das spielen zu können. Das war damals so ein bisschen dem Hype geschuldet. Das Video wurde oft angeguckt, ich glaube 50.000, 60.000 Mal oder so oder noch mehr. Das heißt, das Interesse an diesem Spiel war sehr groß, weil ja man zu dieser Zeit auch irgendwie auf so einen neuen, großen Diablo-Killer gewartet hat. Diablo-Killer ist ja mal das Wort. Ich war sehr gehypt davon, von dem Spiel. Hab das, keine Ahnung, bis Level 18, 17 so gezockt. Und irgendwas hatte das, was ich ganz interessant fand und habe mich echt darauf gefreut und darauf gehofft, dass es bald irgendwann in Europa released wird. Das ist jetzt der Fall. Es wurde angekündigt letztes Jahr. Es sollte eigentlich auch schon in diesem Jahr kommen. Problem ist irgendwie, Amazon hat die Rechte in Deutschland erworben. Bedeutet, dass man natürlich keinen Konkurrenten für New World haben wollte und es deshalb schön nach hinten verschoben hat mit der Ausrede, man müsste den Itemshop tunen. Ist natürlich total völliger Blödsinn. Wie gesagt, jetzt läuft gerade der Closed Beta Test hier in Deutschland. Leider nur eine Woche. Ja, falls ihr selber reinschauen wollt, gibt es diese Pioneer-Pakete. Verlinke ich hier in der YouTube-Beschreibung. Wenn ihr die kauft, habt ihr nicht nur für den Release irgendwelche Boni wie Mounts, Begleiter und so weiter, sondern ihr könnt auch in die Closed Beta reinschauen. Deswegen das zu kaufen, weiß nicht, ob ich das machen würde, irgendwie, weil für eine Woche lohnt sich das irgendwie nicht, aber vielleicht habt ihr ja Bock reinzuschauen. Ich muss sagen, als ich jetzt nach all den Jahren wieder reingeschaut habe, jetzt heute, ich habe mir das Spiel jetzt heute ein paar Stunden gegeben, war ich ein bisschen enttäuscht, um ganz ehrlich zu sein. Es fühlte sich an anfangs wie so ein lästiger Asia-Grinder, muss ich ehrlich sagen. Es sieht auch nicht mehr so geil aus. Ist natürlich auch klar, das Spiel ist 3 Jahre alt oder so, das ist in Gaming unglaublich viel. Das heißt, es gibt andere Hack-and-Slays, MMOs, die einfach besser aussehen. Aber es ist noch okay. Und ich habe es gespielt irgendwie, gerade jetzt so am Anfang. Ich dachte, boah, das ist ja, warum hast du das damals so geil gefunden? Und ich war auch ein bisschen erschlagen von diesen ganzen Features. Ist ja schon so, wenn man da reingeht, irgendwie kriegst du 7 verschiedene Steine und was weiß ich was alles. Und Boni und so weiter. Und sieht wirklich auch wie so ein nerviger Pay-to-Win-Asia-Grinder. Ist es aber nicht. Oder ist es vielleicht doch? Aber je länger ich das gespielt habe, desto mehr Spaß hat es mir gemacht. Es fühlt sich einfach unglaublich gut an. Die Klassen sehen toll aus. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten, Spielstile. Jede Klasse hat teilweise 1 bis 3 Unterklassen, fühlt sich extrem gut an. Ich werde es euch gleich zeigen, warum ich es gut finde und was daran so viel Spaß macht. Das Problem ist, obwohl das kann ich gleich alles erzählen, so PvE und Late Game Content kann ich natürlich noch nicht beurteilen, weil ich ganz am Anfang bin. Es geht hier wirklich auch nur um First Look und um Spielgefühl, ja? Weil viele Spiele machen ja am Anfang überhaupt keinen Spaß und da fangen sie an, ja, musst du durchhalten und am Ende wird's dann ganz toll. Bullshit, ja? Also wenn ein Spiel am Anfang schon keinen Spaß macht, irgendwie, das muss ein Spiel leisten können. Und ich bin ganz am Anfang, aber ich habe schon wieder so ein bisschen Blut geleckt. Und warum? Das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß. So, ihr Lieben, hier sehen wir die Klassen. Ja, ihr seht, es gibt, was haben wir? 7 Stück. 7 verschiedene und die haben auch alle noch Unterklassen. Das heißt, ja, was mich so ein bisschen nervt, ist, dass es keine, ja, dass es nicht jede Klasse als Mann oder Frau spielen kannst. Ich spiele immer gerne männliche Chars und ja. Es gibt eine Kanonier als männlich und weiblich, aber ich weiß nicht, wie es später im Game ist, aber aktuell, zum Beispiel Magierin, wenn wir nachher noch sehen, kann man nur als weiblichen Char spielen. Aber ja, das sind natürlich Kleinigkeiten, die auch am Ende fürs Gameplay natürlich nicht so relevant sind. Hier sieht man die Unterklassen vom Kanonier irgendwie. Und das Coole ist, ganz am Anfang, also das ist jetzt ab Level 10. Das muss man normalerweise erstmal erspielen, dass man so weit kommt. Hier in der Beta ist es jetzt sofort auf Level 10. Ich weiß das, weil ich das ja in der koreanischen Beta bis Level 10 gespielt habe. Und dann kann man sich halt die Spezialisierung aussuchen. So. Das Coole ist, man sieht immer irgendwie ein Video dafür, kann sehen, wie das irgendwie im Endgame aussieht, irgendwie, was der für Abilities hat. Das ist sehr motivierend, finde ich. Und super gut gelöst. Irgendwie, du wirst an die Hand genommen, du siehst, wie es aussehen wird, was auf dich zukommt. Und du hast sogar hier so einen Testmodus. Ja, du hast einen Testmodus, kannst dir irgendwie das angucken, wie es sein wird. Du kannst sogar Monster spawnen und was weiß ich was oder einen Boss beschwören. Und kannst die Klasse halt irgendwie testen, wie sie am Ende aussehen wird, was ich wirklich überragend gut finde. So, das heißt, ne, sogar hier Combo fertig, du wirst super an die Hand genommen, dir wird alles einzeln gezeigt. Ist mir sowieso sehr, sehr positiv aufgefallen, der Einstieg in das Spiel ist halt super. So, jetzt sehen wir hier den Todesschützen irgendwie, den ich ein bisschen gespielt habe. Und da seht ihr schon, ne? Da, genau da seht ihr das. So, da seht ihr schon, das macht Bock. Ja, also ich habe keine Ahnung irgendwie, ich habe die Tasten mal eben schnell auf mein Numpad gelegt, beziehungsweise auf mein, ich habe da so ein spezielles Pad dafür, wo die, weil ich Linkshänder bin, wo die Tasten immer drauf liegen irgendwie bei mir und ja. Ich roll meinen Kopf gerade darauf rum.
Und du kannst halt alles irgendwie spammen gerade, was das Beste ist, also ganz am Anfang. Und ihr seht, es macht einfach Laune. Es macht einfach Laune. Das ist das Wichtige in einem Hack and Slay. Dass das Laune macht, dass du ein gutes Spielgefühl haben, dass die Abilities geil anfühlen. Und der Rest kommt von ganz alleine. Und genau. Und explodieren müssen die Mobs auch noch. So, und das ist hier meine Kritik. Seht ihr das? Das ist ein Magier. Magierin in diesem Fall. Es sieht halt aus wie ein scheiß Tamagotchi, ja. Es gibt das Ganze auch nochmal bei der Charakterauswahl, wenn du den Charakter erstellst, nochmal schön mit Hasenohren. Das ist dieser asiatische Stil, den ich so schrecklich finde. Irgendwie, wie soll ich mich mit so einem Scheiß identifizieren können? Ich möchte keine Barbie spielen oder kein Stofftier. Finde ich ganz schlimm. So, die Klasse macht eigentlich Spaß. Ist gerade die Spezialisierung Beschwörer. Der kann so coole Sachen machen, der Char. So, das zum Beispiel. Schaut mal. Das hat jede Klasse. So eine Ultimate. Schau mal. Boom. Da kommt die. Das heißt Beschwörer, ne? Der beschwört dann auch so Urahn und so. Das hat jede Klasse. So, ansonsten, ich spiele jetzt was anderes, werde ich euch gleich zeigen, aber hier geht's ums Level, ne? Das heißt, jedes Level hast du so 5 Skillpunkte, die kannst du in deine Abilities stecken, kannst die ableveln und kriegst dann so Sondereffekte. Fast ein bisschen wie eine Rune. So, seht ihr, jetzt level ich hier irgendwie den Napalm-Schuss für meinen Artilleristen. Und ihr seht dann rechts, seht ihr, oder in der Mitte seht ihr jetzt, dass da so Pfeile sind. Das heißt, ich krieg dann einen Zusatzeffekt, wenn ich den auf Max in diesem Stage habe. Es gibt 3 Stages, seht ihr auch. Römisch 1, 2, 3. Und je nachdem, wenn ihr die vorgelevelt habt, gibt es einen Special-Effekt. Stun, AE-Schaden oder wie in diesem Fall hier bei mir, mehr Damage einfach. So, ist eigentlich ganz cool gelöst. Kennen wir aus anderen Games. Ach ja, ihr Lieben, Mounts gibt's auch. Sogar relativ früh. Ich glaube, es ist Level 11 oder 12. Ist eine Questline einfach. Und ganz schön und einfach gelöst. Ja, es ist halt mehr oder weniger eine Open World. Und dafür brauchst du einen Mount, ne? Würde Diablo auch gut tun oder generell Hack and Slays und sieht auch noch überragend aus. Du kriegst es früh, du hast nicht mehr dieses nervige Gelatsche. New World, this is how we do it. Schau euch das genau an, Amazon. So wird das gemacht. Sieht auch noch schick aus, oder? Richtig geil. So, das ist jetzt die Klasse. Ich bin jetzt in einem kleinen Dungeon, ihr Lieben. Das ist nämlich cool. Beim Level hast du irgendwie so One-Man-Dungeons. Was die sowieso schon geile Storyline sehr aufwertet. Wie gesagt, ich habe mir jetzt für diese Klasse entschieden, ist auch eine Spezialisierung des Kanoniers, der Artillery-Dude. Er hat einfach eine riesige Wumme und macht unglaublich Schaden damit. Ich habe wirklich viele Klassen angetestet, irgendwie vom Monk, dem Kampfkünstler, zur Source, also zum Mage, über den Krieger. Und das hat irgendwie am meisten Spaß gemacht, by far. Und ihr seht hier, wie er leuchtet, seht ihr das, dieses feurige Leuchten? Auch diese Klasse hat ein Ultimate. Ihr seht unten dieses Rad, das ist auf lila, das bedeutet, es ist aufgeladen. Und die Ultimate ist halt richtig geil. Ihr seht sie jetzt, Achtung, da kommt sie. Ja, eine mobile Artillerie, das ist wirklich richtig, richtig geil. Es macht so Bock. Und das ist der Grund, warum ich das Spiel so liebe. Ja, weil die Abilities einfach so rocken. Es macht so Spaß. Ich habe jetzt extra ein bisschen länger euch was zu zeigen hier vorgelegt. Das ist, wie gesagt, das Mini-Dungeon, was ich solo mache. Oder was geht auch nur solo. Im Zuge der ganzen Storyline. Die Storyline ist übrigens auch echt geil. Weil irgendwie Lost Ark hat ja einen Grund. Ne? Das heißt irgendwie, ja, irgendwann sind die Dämonen in die Welt eingefallen. In diese Welt. Und mit Hilfe dieser heiligen Arche hat man sie bezwungen. Problem ist, die Arche ist verschwunden und du als Held begibst dich quasi in das Storyline auf der Suche nach der heiligen Arche irgendwie, weil die Dämonen nämlich zurückgekommen sind und du musst sie wieder besiegen. Und die Dämonen wollen das natürlich verhindern. Und werden wir auch gleich am Ende des Dungeons sehen. Es geht jetzt gerade um eine Steintafel, wo ich das Missing Piece quasi finden muss, um einen Hinweis zu kriegen, wo sich die Arche befindet. So. Also auch eine coole Storyline. Die Filme sind schön irgendwie. Also, ne? Auch viele Cinematics zwischendurch. Ist super, super gelöst. So, und gleich sehen wir noch einen Bosskampf in diesem Dungeon. Ihr seht schon, ich weiß nicht, ob es euch auch so packt. Ich habe das auf Twitch mir irgendwie mal so Streams von der russischen Variante, spielen ja auch Deutsche irgendwie gesehen. Das ist so ein Spiel, was irgendwie, also wenn man zu glaube ich, nicht so geil aussieht, was man selber spielen muss. Ich kann euch nur sagen, es macht unfassbar viel Spaß. Es macht sehr viel Laune, die Abilities rauszuhauen. Ist bei allen Klassen so, die haben alle richtig coole Abilities. Das Hack-and-Slay-Spielgefühl ist überragend. So, jetzt sehen wir das hier, ne? Er ist ein Dämonenboss irgendwie. Er hat die Tafel, der Dämon rechts hat die Tafel ergattert. Die gibt er ihm jetzt. Oder das Tafelstück, besser gesagt. Ist cool gelöst. Ist cool gelöst. Ich kenne das Ganze noch auf Koreanisch. Ihr müsst gleich mal drauf gucken, ne? Nach dem Bossfight, dieser Dämon rechts, ne? Hat die Stimme von Sven Brieger, das ist mir auch gerade erst aufgefallen. Sven Brieger hat ganz viele Hörspiele mit mir zusammen schon gemacht.
Der hat doch bei mir mehr oder weniger als Synchronsprecher angefangen, nämlich der war nämlich der Mediv in Elementia die nächste Generation und hat super viele Rollen gespielt. War Bolvar in NPC Diaries, war auch bei Elementia dabei, ist jetzt bei Leo der Zoodirektor. Also mit dem habe ich schon ewig zusammengearbeitet. Unglaublich netter, sympathischer Typ und extrem guter Sprecher. So, ihr Lieben, ihr fragt euch jetzt, Krümmer, warum bleibst du da in dem AE stehen? Ja, ganz einfach, weil ich noch nicht rausgerichtet habe, wie du die Abilities unterbrichst. Das heißt, ich habe irgendwie die 4 gedrückt und die 4 irgendwie ist eine, ja, so ein Maschinengewehr-Ding, aber ich weiß nicht, wie man das interruptet. Von daher kam ich da jetzt gerade nicht raus. So, das muss ich noch rauskriegen, ist bestimmt irgendwie eine Möglichkeit. Habe ich jetzt noch nicht. Aber ihr seht schon, selbst dieser Bosskampf, ne, auch gut gelöst mit der Livebar, dass du ihn quasi mehrmals runterhauen musst. Es wirkt alles sehr durchdacht, das Spielgefühl ist überragend. Ich sag jetzt zum 12. Mal, die Abilities machen unglaublich viel Laune. Und der ganze Levelprozess oder das ganze PvE ist auch einfach sehr, sehr gut. Es ist sehr abwechslungsreich zwischen dem ganzen langweiligen Questen, wie wir es aus MMOs kennen, irgendwie, ja, mache die Quest, töte so und so viel, zu irgendwie, ja, jetzt hast du mal hier im Rahmen der Storyline einen Dungeon, den du machen musst. Ich weiß, glaube ich, Level 13 oder so, glaube ich. Und ich habe schon 3 Mini-Dungeons gemacht, die gibt es auch ganz klein. Dass du nur eine Zone hast oder so, das war jetzt hier der längste. Und es macht unglaublich viel Spaß. So, jetzt achtet doch mal zum Abschluss auf die Stimme von Sven Brieger, der redet nämlich gleich mit dem Dämon. Achtet, ihr kennt das. Heutzutage gibt es so viele Tafeljäger. Grayson Tales war übrigens auch dabei. Du bist zu spät. Die Dämonen haben bereits zugegriffen. Ja, also, das war so ein angezockt First Look von Lost Ark. Wie gesagt, es kommt im März 2022 raus. Amazon wird der Publisher sein quasi. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich bin sogar so angefixt, dass ich darüber nachdenke, irgendwie mir jetzt mal die russische Version irgendwo anzugucken. Da gibt es ja auch scheinbar zumindest einen englischen Client. Muss ich mir mal so ein bisschen eingrooven und mir Guides durchlesen, wie das geht. Brauche wahrscheinlich auch wieder ein VPN zu. Ich bin richtig geil auf das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich dann den deutschen Release so ein bisschen versauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht ganz genau, wie ich es machen werde. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Ding. Es macht Spaß. Wenn ich die Wahl zwischen New World und Lost Ark hätte, ich immer Lost Ark gewählt. So. Es ist kein Diablo-Killer. Ist es einfach nicht. Es ist was völlig anderes. Aber die Abilities fühlen sich extrem gut an. Das war immer so ein bisschen so mein Problem bei PoE zum Beispiel, was ja im Gesamtpaket wirklich, glaube ich, mit Abstand by far das beste Hack and Slay ist. Die Add-ons irgendwie oder die neuen Seasons, die kommen irgendwie, sind immer, da können sich Blizzard mal eine Scheibe von abschneiden. Aber bei PoE war für mich mal das Gefühl, dass es viel zu umfangreich ist, was viele ja gut finden, so, aber dass die Grafik immer sehr, sehr schwach, finde ich, war, obwohl die jetzt verbessert wurde, aber vor allem dieses Spielgefühl, dieses. Ich mache eine Ability und die muss einfach knallen. So. Das fand ich bei PoE nie so geil. Deshalb hat es mich nie so richtig gecatcht. Und bei Lost Ark ist es halt so. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Die Abilities sind toll irgendwie. Und so weiter. Falls ihr jetzt sagt, ich würde gerne mehr darüber sehen, Stevenio, mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiter zocken natürlich. Ich werde es auch in den Streams in den nächsten Tagen zocken. Ist ja leider, wie gesagt, nur eine Woche. Und vielleicht mache ich ein oder vielleicht sogar noch mehr weitere Videos. Also viele werde ich davon nicht machen. Ist ja auch Quatsch. Weil so viel Content habe ich ja auch nicht und ich will das ja nicht in die Länge ziehen. Aber vielleicht noch eins mit ein bisschen höherem Level, wer weiß. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Also, merkt euch im Hinterkopf, wenn ihr auf Hack and Slay steht, März 2022 kommt was Größeres. Und es ist ja eigentlich offiziell ein MMO. Ja? Es ist also, finde ich, meiner Ansicht nach die Zukunft in dem Bereich, nämlich ein Hack and Slay mit MMO-Elementen zumindest. Ich denke, dass Diablo 4 auch sowas in der Richtung sein wird. Das kann nur so funktionieren, weil Hack and Slay an sich ist ein bisschen ausgelutscht, glaube ich. Von daher, ja, man darf gespannt sein, wie sich das entwickelt. Und ich werde jetzt einfach weiter zocken. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende, wenn immer ihr das guckt. Und vielleicht gibt's noch mehr. Ich bin euer Stevenio. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt was mitgenommen, habt einen Eindruck bekommen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.